Servus Leute, zurück zu Let's Play Baldur's Gate 2. So, wir haben uns das letzte Mal um die Kanalisation gekümmert. Wir haben hier auch wunderbar jetzt gerade den Zwerg dazu. Der Zwerg hilft uns jetzt ein bisschen aus. Ist schon geschehen. Was ist das Zwerg? Das Schwert. Das Schwert haben wir jetzt dazu. Ein supergeiles Schwert, das ziemlich nervig ist. Aber naja, Hauptmann Hagen. Ja, du stehst jetzt ein bisschen schlecht an der Stelle. Produziere mal hier was. Ich produziere mal hier was. Macht's kurz. Ansonsten sind sie ja schon feindlich uns gegenüber, also greifen wir direkt an. Beziehungsweise wir halten die Leute fest, wenn möglich. Du hast ein paar nette Fähigkeiten, aber angreifen reicht aus. Los geht's. Zu Underlee ist wohl alles, was mich davor bewahrt, zu Fischfutter zu werden, wenn ich da rausfahre. Ihr, wie könnt ihr es wagen? Wir haben in dieser Stadt gute Geschäfte gemacht, bevor ihr meinen Partner Lethian aus der Kupferkrone erledigt habt. Warum wollt ihr mich ruinieren? Still, dreckiger Sklavenhalter, ihr selbst habt den Ruin über euch gebracht und ich will ein Blutbad anrichten. Dieser Abschaum kann nicht Individuum genannt werden. Das ist so, als ob man mit Vieh handeln würde, wo ich gerade davon spreche. Es ist an der Zeit, dass ihr geschlachtet werdet. Ha, nicht mal ich würde Frauen und Kinder wie Vieh behandeln. Was haltet ihr von einer Axt, hübsch auf ihrem Schädel platziert? Woody Games. Korgan, das ist eine sehr gute Idee. Setzen wir diesen Plan in die Tat. Der ist geil. Der Zauberer ist erstmal. Moment, hast du. Hast du nicht? Mist. Das kannst du zaubern. Um ein bisschen geschützt zu sein. So. Kannst du jetzt mal was zaubern? Du bist immer noch getargetet. Wir looten derweil schon mal. Du greifst den an. Gut, wir brauchen hier einen, der angreift. Lasst mich eine Vergeudung meiner Talente. Gut, hier wird gemetzelt und gemetzelt. Jeder kümmert sich um irgendwas. Helfen wir da ein bisschen. Gut, gut, gut. Weiter geht's auf den. Die kümmern sich um den. Das Schwert ist eine gute Ergänzung für meine tote, böse Truppe. Ich bin dabei. Uff. Ich habe nachgedacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich euch schon wieder ziemlich schlecht behandelt habe. Oh, okay, ja. Ihr behandelt jeden wie Dreck. Warum solltet ihr bei mir eine Ausnahme machen? Ihr müsst eines wissen, Wuji Games. Ich war noch nie so lange auf der Oberfläche. Manchmal vergesse ich, dass die Dinge hier anders gehandhabt werden als in der Welt, die ich einst kannte. Ich habe unfair mit euren Gefühlen gespielt und euch so heruntergesetzt wie die anderen Männer, die ich gekannt habe. Aber ihr seid nicht wie sie. Es war falsch von mir. Oh, wieder eine romantische Szene. Na gut. Mal wieder Kreide gefressen. Ich denke, so könnte ich mir das gefallen lassen. Ihr verletzt mich, aber ich will nicht darauf eingehen. Es gefällt mir, den Zorn in euch zu sehen. Vielversprechend. Wir Drow entschuldigen uns nur selten dafür, wie wir sind. Und ich will keine Versprechungen machen. Aber bevor ich vor lauter Ekel noch kotzen muss, sollten wir einfach weitergehen. Gut. Auch wenn es sich anders anhörte, das war gleich eine romantische Äußerung. Oh, die haben... Oh, das war der Hauptmann wahrscheinlich. Nehmen wir mal alles mit. Schöner Loot. Und jetzt befürchte ich leider, muss ich mich ausruhen, weil... Das ist mir ganz schön zugesetzt. Werden die anderen Sachen eingesammelt? Ach, die hast du schon eingesammelt. Gut. Kannst du nicht identifizieren? Den Kompositlangboden kannst du? Das geht auch. Sehr, sehr gut. Gut, die Langbögen ab in die Kiste. Genauso wie das ab in die Kiste.
Oh, wobei. Ja, da gibt's beschlagene. Der Wams, der ist gut für mich. Würde ich behaupten. Jetzt muss ich aber erstmal pennen. Gute Idee, gut, das Mädchen. Dann gehen wir da runter und dann penne ich erstmal. Gut, ich schlafe erstmal nicht. Stattdessen kümmern wir uns um diese lästigen Viecher. Jalkales? Daneben beim nächsten Schlag. You were lucky then. Müssen ein bisschen aufpassen. Müssen ein bisschen aufpassen. Hallo, ein bisschen aufpassen. Was damit? Diese Arschkriecher müssen sterben. Sagt mir, was zu tun ist. Ein bisschen geheilt wurden wir schon, aber noch nicht ganz. So, jetzt aber. Komm, der Rede wert. Schön, jetzt sind wir ich ready hoffe, das bringt was. Für dieses Gebiet. Schauen wir doch erstmal. Gibt es hier Fallen? Gibt es hier Loot? Hier gibt es auf jeden Fall Loot. Hier geht es oben noch weiter. Hier ist er. Ich warte. Wir sind hier durch den Hintereingang reingekommen, oder? Normalerweise kommt man irgendwie von dort unten rein. Gut. Schauen wir mal. Moment, was ist das? Ein Troll. Dann wollen wir uns mal eure Eingeweide daneben beim nächsten Schlag. Gut. Oh, ich kann gar nicht aufmachen. Wisst ihr, was gegen einen Troll hilft? Ein Elementar. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Die anderen sollen sich ein bisschen beruhigen hier, bitte. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich super schlecht. Der ist natürlich gelähmt oder sowas. Toll. Hat sich nicht gelohnt. Gut zu wissen. War meine Erfahrung. Starrt mich nicht so an. Da brauchen wir jemand anders. Da brauchen wir ich einen hoffe, anderen das bringt Elementar. Mal, ja? Ich kümmere mich drum. Dann musst du deine Elementarkünste zu Beweis stellen. Gut. Geht euch aus dem Weg. Genau. Könntest du einfach reincasten? Mehr nicht. Ich liebe den Geruch von Dattelpalmen am Morgen. Ja. Dattelpalmen. Keine Ahnung. Oh, gleich eine riesigen. Guck mal. Ach, hier liegt ja der Schlüssel. Sag mir, was zu tun ist. Ist schon geschehen. Ja, der Große sollte es eigentlich regeln. Ein kleines Mädchen mit denen, okay. Ich bin dabei. Moment, ich muss sie, oder ich will die sogar befreien. Ich krieg dann zwar Reputations nach oben, aber ich habe ja etwas Bösartiges vor. Da brauche ich eine hohe Reputation, weil das sehr viel Reputation kostet. Ich kenne euch nicht. Ihr seid nicht von hier. Besten Dank euch, werter Herr, dass ihr uns das Leben rettet. Das Ungeheuer hat uns bestimmt getötet. Das ist wohl wahr. Du bist jetzt frei, also lauf davon so schnell du kannst. Ja, werter Herr, ich weiß nicht, wo wir hingehen. Skornobel ist so weit weg. Aber alles ist besser, als nur zu kämpfen, damit die bösen Männer über uns lachen können. Nix Geld geben. Mach dir nichts mehr draus, Kind. Renn einfach fort. In Ordnung. Danke nochmals, werter Herr. Ich bin sicher, die Freudegebenden wird auf euch herablegen. Nein, selbst da hat sich der Ruf verbessert. Wenn es denn sein muss. Rufverbesserung wollen wir ja eigentlich nicht. Wir sind böse. Aber Erfahrungspunkte, das wollen wir. Edelsteine wollen wir auch. Feuerpfeile nehmen wir auch. Tatsächlich. Ich kann die nicht erkennen. Nein, ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Aber Edwin kann das regeln. So.
Und da wird das gesteckt. Schön. Warte. Trotzdem, ich hab doch... Hier gibt's doch bestimmt... Lol. Hier gibt's doch bestimmt Fallen. Jo. Da können wir gleich mal unsere Heilkünste beweisen. Du kannst eine gute Heilung machen, du kannst eine hohe Heilung machen und dann ist sie wieder fit. Vita Mortis. Moment, hat sie sich gerade von selbst geheilt? Hat sie gerade ein Leben regeneriert? Müsste ich mal beobachten. Die hat doch gerade einen Punkt dazu bekommen. Suddenly. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Eine Falle. Das ist immer juicy, die Erfahrungspunkte. Für Fallen. Ah ja, hier, glaube ich, geht's zur Sache. Wie sieht's mit meinem Elementar aus? Der kann doch auch mit nach vorne kommen. Der kann sogar Items einsammeln. So geil ist er. I can do that. Ah, da haben wir einen. Yuan Ti? Was macht denn hier ein Yuan Ti? Machen wir es uns ein bisschen einfacher. Waffen unwirksam vom Yuan Ti. Das ist schön, der keine Plusserwaffen, keine magischen Waffen. Impressive. Oh, I am good. Ist da noch mehr drin? Ja, tatsächlich. Ich bin eigentlich nur auf der... Na, du sollst eigentlich nicht angreifen. Ach, was soll's. Ja? Gute Idee, das mir zu übertragen. Very good. Ihr sollt ruhig weiterkämpfen. Mehr ist hier nicht zu finden? Ich glaube, ihr Fallen finden ist noch nicht so wirklich ausgeprägt, würde ich behaupten. Sie braucht immer so lang zum Fallen finden, aber sie kann schon welche finden. Also schlecht ist es nicht, aber sie braucht noch ein bisschen Übung. So, hart verteidigt dieses bisschen an Schrott. 312 Gold, okay. Müssen wir hier vorne drin? Schildzauber, jetzt ist kein Platz mehr. Ja, ist in Ordnung. Elementare. Beide Elementare. Bitte dadurch, weil ich glaube, da geht's noch ab. Da erwartet uns eine große Armee. Ja. Hauen wir uns ein paar Viecher noch dazu rein. Wobei, machen wir was anderes. Nun gut. Spielen wir doch mal auf Todeswolk. Ey, seit wann kannst du männlich sprechen? So, lassen wir sie alle verletzen. Schaut her, wie das metzelt. Einziger Haken ist... Na los. Make der einzige Haken ist, unsere Feuerelementare erleiden auch Schaden. Aber sonst Giftgasangriff. Sowas ist doch gut. Kann man mal machen. Einfach hier ein paar Tanks reinschicken und dann das Gift seinen Rest erledigen. Ah, was passiert, wenn ich die rausziehe? Genau, der Elementar muss nicht da drin bleiben. Oh, da kam sogar einer durch. Jetzt hätte ich es überlebt.
sei es drum. Räumen wir auf, was noch übrig ist. Nicht nur den Loot meine ich damit. Wobei den. Oh ja, ein Umhang. Wobei, das war, glaube ich, ein Charis. Der sah aus wie ein Charisma-Umhang. Ah, es gibt noch den Magier. Ich hab gerade so noch überlegt. Falle. Giftfalle. Können wir das aufhören? Mit Gift und so? Habe ich entgiften oder sowas? Nein? Dann müssen sie das alles halt. Ich muss gegenheilen, weil ich kein Giftheilen drin habe. Ich will eigentlich keinen Trank nutzen, muss ich zugeben. So ein Gift ist sau stark. Wie man sehen kann, es ist sau stark. Und jetzt habe ich keine Heilung mehr. Na gut, muss ich vielleicht doch nehmen. Ein Gegengifttrank. Haben wir da welche? Irgendjemand hat doch welche, oder? Kein Gegengifttrank! Schluck so einen Trank. Gegengiftstränke. Ach, sie ist leider halt die Heilerin für solche Gifte. Ich würde... Sie hat das. Das kann, glaube ich, Vergiftung heilen. Sonst hat sie auch nichts. Nicht so selten werde ich vergiftet. Okay, bei ihm hat es aufgehört. Und bei ihr? Müsste es dann auch demnächst aufhören, ja. Gut, alles gut, alles gut. Kannst du bitte die Giftfalle wegmachen, weil die Giftfalle ist böse. Die Giftfalle ist super, super böse. That is what you want. Und die ist hier irgendwo auf der Treppe. Und die ist auch nicht kaputt. Dadurch, dass sie so häufig getriggert hat. Na also. Eine Giftpfeilfalle. Böse, böse, böse. Sehr böse. Aber war cool, dass wir sie von hinten erwischt haben und einfach abgegast haben. Weggegast mit denen. Ich hoffe, das bringt was. So, das nischt. Müssen wir hier oben mal schauen. Da unten ist anscheinend auch niemand. Oha. Oh, hallo. Wir haben noch nicht so richtig. Ein Glück. Certainly. Nicht nur, weil das auch gute Erfahrungspunkte sind. Sagt mir, was zu tun ist. Ich kümmere mich drum. Brauchen wir das Zeug, ist die Frage. Das ist halt, wobei der Schreckenszauber ist gut. Das brauchen wir nicht. Den Stab der Furcht. Das ist witzig, dass viele Sachen allein schon vom Aussehen her erkennbar sind. Das finde ich echt lustig. So, ein weiterer Kompositlangbogen. Das da. Schutzumhang. Ein Schutzumhang. Ein Schutzumhang ist cool. Säurepfeil, weitere Pfeile plus eins. Das kriege ich zum Verkaufen. Den Schutzumhang kannst du nehmen. Ich glaube, der ist sogar ganz brauchbar auf dir. Ja. Nicht verkehrt, sage ich dazu. Nicht verkehrt. Schön, das sind nochmal 4000 Erfahrungspunkte. Her damit. Gönnung. Was haben wir hier? Das kann alles weg. Der Hegans Schlüssel. I am strong, but there's a limit to how much I'll carry on your behalf. Ja, du hast so viele Pfeile im Inventar. Ein Slot der Pfeile kann ich schon mal leer machen. Oh, du kannst die Pfeile selbst identifizieren. Das ist schön. Feuerpfeile haben wir jede Menge. Was ist das? Eissturm sind immun gegen Feuer. Okay. Nicht so wichtig. Ich warte. Was soll ich tun? So. Du solltest weiter erkunden.
Ich hoffe, das bringt was. Ich kann mir vorstellen, dass die noch ein paar Fallen versteckt haben hier. Vorsichtig, Schritt für Schritt nach vorne. Hier knarrt richtig das ganze Haus. Entweder stürmt es draußen oder ich habe keine Ahnung. Sieht sowieso ja aus wie ein Schiff, oder? Halt, hier sind ja auch noch Dinger. Müssen wir auch noch schauen. Hier, theoretisch. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Wir haben doch schon gemetzelt, mein Freund, wir haben gemetzelt. I can do that. Einfach mal eine Falle aus Prinzip reinmachen. Weiß zwar nicht, wen sie da abhalten wollen. Ein Blitzstrahl. Aber das ist nicht gut. Nicht schlecht. Nicht gut. Shield. Die kommen weg. Nochmal extra Erfahrungspunkte. Wie sieht's denn eigentlich bei den Erfahrungspunkten aus? Das dauert noch. Ja, das dauert noch. Ja, das geht schon schneller. Ja, das dauert noch, das dauert noch, das dauert noch. Aber ich brauche am längsten. Naja. Und dann bin ich ja Stufe 13. Stufe 14 ist die mächtige Stufe. Dann werde ich, glaube ich, in der Lage sein, Stufe 7 Zauber zu casten. Was ziemlich OP ist. Das kann ich euch schon jetzt verraten. Genau, hier, ich könnte mir vorstellen, da sind noch ein paar Sklaven, die man befreien kann. Dadurch ein bisschen Ruf gewinnen und eventuell noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Hallo? Hallo! Wer seid ihr? Ihr kommt doch nicht, um mir auch noch weh zu tun, nicht wahr? Sei nicht albern, Mädchen, du bist frei, also beweg dich, weg mit dir. Schlau, ich bin frei, oh danke, Bebe. Na gut, schön. Nur Erfahrungspunkte. Damit kann ich leben. Und der Boy? Wer seid ihr? Euer Tod! Ich komme hier raus, ja, du kommst hier raus und weg mit dir. So, wir haben diesen Laden geplündert, die Sklaven vertrieben. Der Krieg ist vorbei. Wir haben gesiegt. Jetzt können wir zurückgehen, Bericht erstatten und dann haben wir, glaube ich, auch das Sklaven oder die Slums von den Sklavenhaltern befreit und haben das gut gemacht. Ja, wir haben einiges dadurch bekommen. Wir haben ein neues Schwert bekommen, wir haben gute Erfahrungspunkte bekommen, wir haben einige Gegenstände, einen Schutzumhang haben wir bekommen. Wir wurden also besser. Oh, wer bist du? Death to all who stand against me! Ist mir eigentlich egal, wer du bist. Du bist tot. Okay. Wir haben einiges erreicht. Hallo, Hexat. It's been a while. Oh, Cabrina. Hallo, Hexat, es ist eine Weile. Cabrina, the years have been kind to you. Not so kind as they've been to you. Undeath suits you. Einfach mal die töten. Nein, nein, Hexat, wer ist das? I am Cabrina. She brings word from my employer, El. At least, I assume she does. Und ihr geht davon aus, weil... I was given an assignment. I've yet to finish it. Lasst ihn unverändern. Niemand würde euch das zum Vorwurf machen. Elwood. He was disappointed to learn of your return. Enttäuscht deshalb, weil er nichts von euch erfuhr? I trusted word would get to him eventually. And now, here you are. I assume you have Dragomir's cask? Let me see it. What are you doing? Ensuring it does what El needs it to do. And nothing more. He was also less than thrilled to hear of your vampire turn. He believes you were of more use to him alive. I'll just have to prove him wrong. If I were you, I'd be careful to make sure this next mission goes smoothly. You wouldn't want to disappoint him. Oh ja, der Himmel verhüte, dass ihr El enttäuscht, nachdem er euch in Dragomirs Gruft fast in den Tod geschickt hat. Hexat's a professional. She knew the risks when she took the job. Ach, ist das so? What does El want?
He requires a scepter once possessed by Nan Kong Chi, first high priest to the cult of the Black Leopard. Wo ist dieses Zepter? The Crypts of Durkon. Die kenne ich zum Glück nicht. The Crypts of Durkon are in Shulong. Das kenne ich auch nicht. Ich wollte Shulong schon immer mal besuchen, wo auch immer das ist. Durkon's crypts are but a step away from Arm's graveyard for she who holds the cask of Dragomir. Der Helm ermöglicht eine Grabreise. Ein Haus der Toten ist mit allen anderen durch Stränge verbunden, die der Helm erweitert und begehbar macht. Oh. Also ich kann von Grab zu Grab teleportieren? Okay. Ich glaube, ich muss euch nicht davor warnen, den Helm aufzusetzen. Nein. Gut, dann geht und besorgt El die Klaue des schwarzen Leoparden. Berichtet, sobald ihr dies getan habt. It will be done. One other thing. Was? Making preparations in case you're tempted to leave the job unfinished. Bis ihr in den Händen habt, was El will, ist der Helm ein Himmelfahrtskommando. Ihr werdet nicht zurückkehren können, bevor ihr euer Ziel erreicht habt. Sich eine Reihe zu verschieben hat keinen Sinn. Also, ja, ich mit einer Ausrichtung. Zu langer Text. Wir haben keinen Grund zu gehen, bis die Mission erfüllt wurde. I tell you to take care, Hexet. But I know you always do. Okay. Hexat suchen. Okay, das ist anscheinend ihre Questreihe. Die geht weiter. Els Botin Cabrina erzählte Hexat, dass man Dragomirs Krone dazu verwenden könne, zwischen verschiedenen Häusern der Toten zu wandeln. Hexat soll zu den Krypten von Durkon in Shulong reisen. Der Gestank Shulong von einem Haufen Ribin. El einen Gegenstand, die Klaue des schwarzen Leoparden, besorgen. Okay. Dann wissen wir schon, was wir nächstes Mal vorhaben, würde ich mal behaupten. Ich gehe jetzt aber zurück und jetzt geben wir erstmal unsere aktuelle Quest ab. Da muss ich zugeben, das ist schön, das kenne ich selbst nicht, weil ich habe Hexat, glaube ich, noch nie dabei gehabt und noch nie ihre Questreihe kennengelernt. Und jeder NPC, den man da dabei haben kann, kann eine Questreihe haben oder hat eine Questreihe. Dementsprechend spannend, sage ich dazu nur. Sehr spannend. Gefällt mir. So, aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Lasst uns feiern und bereiten uns vor auf neue Schandtaten. Hier sind so viele Leute, die müssen mal so einen Weg hier gehen. Weg da. Ich brauche Platz zum Hinstellen. So, erstmal gehen wir zu ihm und quasseln ein bisschen. Hendak. Ihr habt die Tat vollbracht, wie ich sehe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie überglücklich ich bin, dass so viele Kinder gerettet wurden und dass hier niemand mehr in der Sklaverei geraten kann. Wenigstens für eine Weile. Schon wieder verbesserter Ruf. Wenigstens für eine Weile. Ich bin nicht naiv genug zu glauben, dass die Sklavenhalter nicht irgendwann zurückkehren werden. Jedenfalls werde ich wachsam sein und gegen sie kämpfen. Die Erfahrungspunkte sind juicy. Ihr habt mehr getan, als ich von euch erwartet wurde. Und dafür gebührt euch Hendaks ergebenster Dank. Ich habe hier einige von Latians wertvolleren Dingen für euch zusammengetragen. Ich hoffe, dies ist wenigstens ein kleiner Lohn für das Gute, das ihr getan habt. New Ownership-Errungenschaft habe ich bekommen. Helgans Schlüssel eingebüßt, Plattenpanzer und Bastardschwert. Ja, und Gold. Oh, das sind nicht einfache Sachen. Ja gut, das ist was Einfaches, aber das nicht. Das ist Konda plus 1. Ist eine minus 1 oder eine plus 1 Waffe normal oder und gegen Gestaltwandler, also zum Beispiel Lykantropen, plus 3 Waffe. Ist jetzt nicht so prickelnd, ist sehr Geld. Ein Level up für meine Priesterin. Stufe erhöhen. Gerne doch. Okay. Die Trefferpunkte sind ziemlich niedrig geworden, aber sie hat Rettungswürfe bekommen. Trifft jetzt besser, hat neue Zauberslots. Ja, okay. Kann ich mitleben. So. Todesschutz. Ein Wesen. Das können Handlungsfreiheit.
geistige Beherrschung. Gab's nicht auch irgendwas? Ich könnte mal so einen Todesschutz nehmen. Aber auch chaotische Befehle brauche ich. Ja, das macht mich gegen jegliche verschiedenste Sachen immun. Das ist ein ziemlich mächtiger Befehl. Ein Wesen, immerhin. Kann man damit schützen und Gedankenschinde sind später Gegner, die brutal sind, wenn man nicht diesen Schutz hat. Wenn es denn sein muss. So, andererseits, Händler-Mäßigung, wir wollen schlafen und diesmal als Händler. Volle Gönnung, sage ich dazu noch. Volle Gönnung. Ja, ich brauche ansonsten nichts. Gut. Gute Idee, das mir zu übertragen. Wie sieht's inventarmäßig aus? Dragomis Helm, blablablub. Okay. Ah, Moment. Ein was doch. Wir haben ja diesen beschlagenen Lederwams. Das wäre auch noch ein Boost für mich. Dazu müsse aber erstmal identifiziert werden. Oh, shit, du kannst nicht identifizieren. Gut, das mache ich offscreen. Oder mache ich das? Nein. Komm, der Rede wert. Das passt immer, wenn ich was offscreen mache, passiert irgendwas. Also gehen wir mal zum Händler. Warum kannst du nicht identifizieren? Das finde ich. Ich hoffe, das bringt was. Finde ich super komisch. Vaukins Promenade. Da gibt's ich kümmere mich drum. Abenteuer ist allerlei, da werde ich. Nein! Was soll Promenade. Ich tun? Abenteuer ist allerlei, da werde ich auf jeden Fall hier identifizieren können. Hier. Ihr müsst eure Gruppe sammeln, bevor ihr weiterziehen könnt. Heißt es immer so schön. Gehen wir los. Na, wo seid ihr? Hallo? Ah, da kommt's. Ihr müsst eure. Nein, müssen wir nicht. Ich hoffe, das bringt was. So, mein Freund, ich habe etwas, was ich. Ich brauche was. Identifizieren. Ah, da haben wir es doch. Muss ich das jetzt auspacken? Wartet, ich dachte, ich habe es beim letzten Mal. Das Teil in den Rucksack. Genau, mir nicht. Identifizier mal den da. Identifizier mal den da. Plus 2. Das ist eine deutliche Verbesserung für mich. Plus 2 Rüstungsklasse. Nice. Das ist zu billig, das kann ich gleich wegwerfen. Aber jetzt habe ich eine Nuller Rüstungsklasse. Nuller ist besser als 2. Sag mir was, ich kümmere mich drum. Schön. Okay. Nächstes Mal gehen wir auf den Friedhof und kümmern wir uns um Hexards neue Quest. Von ihrem mysteriösen Auftraggeber L. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.